Bereits Ende 2014 wurden die neuen Kubota Topmodelle der Serie M7001 vorgestellt. Die Traction-Redakteure hatten die Möglichkeit, die neuen stufenlosen Japaner in der Premium-KVT-Ausstattung ausgiebig vor einem 5-Schar-Volltriebflug im Einsatz zu fahren. Unter der orange-strahlenden Motorhaube der M7001 arbeitet ein Kubota Reihen-Vierzylinder mit 6,1 Liter Hubraum. Das ist ordentlich, vor allem für einen Vierender. In der gleichen Klasse fahren Mitbewerber bei gleichem Hubraum immerhin mit 2 Zylindern mehr. Common Rail Einspritzung und modernste Abgasnachbehandlung mit SCR-Cut und Dieselpartikelfilter heben den Motor auf Abgasstufe Tier 4 Final. Der Zugang zum Kühlerpaket ist gut, der Luftfilter sitzt ganz vorne und ist leicht zu erreichen. Leider kann man das Kühlerpaket nur einen Spalt aufschwenken. Bei Zapfwellenarbeiten und Straßenfahrten über 20 Stundenkilometern gibt der Boost noch einmal 5 PS auf die 170 PS Serienleistung drauf. 50 km pro Stunde Transportgeschwindigkeit sind möglich, jedoch dreht der M7001 KVT dann mit 1780 Umdrehungen pro Minute recht hoch. Im Einsatz zog der M7171 Premium KVT den 5-Schar-Querne-Landpflug locker und mit niedriger Drehzahl durch den Boden. Typisch für einen großvolumigen Motor. Das Getriebe regelte unauffällig und brachte die Kraft gut auf den Boden. Gerade für das Topmodell mit 170 PS ist die Maximalbereifung von 650, 65 R38 deutlich zu klein. Hier wünschen sich die Traction-Tester für die Zukunft ordentliche Schuhe. Getriebeseitig vertrauen die Japaner auf deutsche Ingenieurskunst. Im M7171 KVT verbaut Kubota das ZF Ecom 1.5 mit 4 Fahrbereichen vorwärts und 2 rückwärts, das ohne aktive Stillstandsregulierung arbeitet. Diese haben die Traction-Tester im Test nach kurzer Eingewöhnung kaum vermisst, wohl aber eine Parkbremse in der Wendeschaltung links. Die Fahrtrichtung kann entweder über den Reversierhebel oder am Fahrhebel in der Armlehne gewechselt werden. Den M7171 zu fahren fällt leicht. Es gibt 2 virtuelle Fahrbereiche, die sich über einen Drucktaster links neben dem Fahrhebel wechseln lassen. Jedoch lässt sich nur der untere Fahrbereich in seiner Maximalgeschwindigkeit begrenzen, um das Ansprechverhalten des Fahrpedals anzupassen. Die Aggressivität der Beschleunigung lässt sich im Terminal in 3 Stufen anpassen. Einstellen lassen sich auch die Geschwindigkeiten für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, und zwar getrennt voneinander. Grundsätzlich kann stets entweder rein über das Fahrpedal oder mit dem Joystick gefahren werden. Beide Modi sind immer aktiv, das heißt, man kann immer eine Variante mit der anderen übersteuern. Um Geschwindigkeiten zu speichern, steht ein Tempomat zur Verfügung, der direkt über einen Drucktaster am Fahrhebel belegt und aktiviert werden kann. Der Fahrhebel liegt gut in der Hand. An ihm befinden sich unter anderem die Bedienung für 2 feste Steuergeräte und den Heckkraftheber. Wo wir schon dabei sind, der Kraftheber im Heck stemmt stolze 9 Tonnen. Vorne sind am optionalen Frontkraftheber bis zu 3,5 Tonnen Hubkraft drin. Dazu gibt es 110 Liter pro Minute Förderleistung aus einer Load-Sensing-Pumpe und bis zu 6 heckseitige doppelwirkende Steuergeräte. Die Kabine ist komfortabel und hell. Die Armlehnenbedienung, die es in der Premium-Variante gibt, ist schön breit und beherbergt alle wichtigen Funktionen. Bei der Federung der Kabine stehen entweder eine mechanische oder eine aktive pneumatische Variante zur Auswahl. Den ausführlichen Fahrbericht mit dem neuen Kubota M7171 Premium KVT und das ausführliche Testurteil mit allen Vor- und Nachteilen lesen Sie in Traction Ausgabe Januar/Februar 2016.